Klimakatastrophe. Schnee und Eis haben die Großstadt unbewohnbar gemacht. Zusammenbruch der Infrastruktur. Der Notstand wurde ausgerufen. Evakuieren Sie sämtliche verletzten und unverletzten Personen im innerstädtischen Bereich in Ihre provisorische Einsatzbasis. Achtung! Es wurden Wölfe im Einsatzgebiet gesichtet. Seien Sie äußerst vorsichtig. Beachten Sie, dass Sie keine weiteren Einsatzkräfte alarmieren können. Nur die Einsatzkräfte, die sich bei der provisorischen Einsatzbasis befinden, stehen Ihnen zur Verfügung. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Emergency 3. Ja, so eine kleine Klimakatastrophe hier ist doch was Feines. Das heißt, wir machen hier erstmal eine kleine Mannschaft bereit. So, ihr geht los. Und vorher können wir mit dem Heli ihn schon mal retten. So, jetzt warten wir kurz ab, bis die Wölfe hier vorbei sind. Wenn die durch sind, dauert jetzt ein bisschen, geht ihr raus und du gehst erstmal da das Auto aufschneiden. So ein bisschen kenne ich jetzt die Mission, liegt daran, dass es der zweite Aufnahmeversuch ist. Beim ersten Mal haben mich die Wölfe dann leider doch ein bisschen überrascht. Und ich musste das Ganze leider abbrechen. Darum versuche ich jetzt ein bisschen taktischer vorzugehen. So, wenn er jetzt auch noch. Wunderbar. Können wir die schon mal in die Basis bringen. Dabei habe ich auch gelernt, dass es nichts bringt, die Wölfe abzuschießen. Die kommen einfach neu. Sonst hätte man sich jetzt auf die Lauer legen können und mal eben diese vier Wölfe da erschießen können. Aber da sagt das Spiel, nö. Die kommen dann einfach neu. Deswegen den Heli jetzt erstmal in Bereitschaft stellen. Das war's, du rennst mal gleich weiter nach da vorne. Du versteckst dich in der Seitenstraße. Weil neue Wölfe werden nicht lange auf sich warten lassen. So, Teil an die Seite schieben. Den nehmen wir erstmal mit. Dann verstecken wir uns hier auch erstmal in der Seite. So, Verletzten da rein. Jetzt warten wir gleich den nächsten Wolfsrundgang ab. Die müssten nämlich jetzt eigentlich gleich schon kommen. Bin dabei. Ja, lassen sich heute ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich laufen hier hinten gerade erst die Wölfe rum. Nee, auch gerade keine. Okay. So, erstmal retten wir hier alle Verletzten. Das heißt, ihn holen wir noch. Schon unterwegs. Und dann, ja, leider können wir mit dem Helikopter keine Leute befördern. Das ist so ein bisschen, ja, von Nachteil jetzt. So, jetzt kommt nämlich das Wolfsrudel wieder. Und wenn die gleich weg sind, holen wir uns erstmal die drei Leute da. Können dann auch ihn schon mal da hinten hinschicken. So, jetzt holen wir uns die drei Leute. Du nimmst ihn, du ihn. Ups, und du. Oh, irgendwer ist gerade irgendwo gestorben. Oh. Die Frau habe ich da liegen gelassen. Upsi, hab sie übersehen, Madame. Tut mir leid. Aber vielleicht können unsere kompetenten Notärzte noch ihr Leben retten. So, ihr drei müsst jetzt erstmal ganz dringend zurück.
Du guckst mal, ob du noch was machen kannst. Auf dem Weg. So, er muss. Er kriegt jetzt erstmal ein bisschen Schutz hier. Auf dem Weg. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier gleich die Wölfe von hinten kommen. Bin unterwegs. So, wo bleiben die Wölfchen? Kommen noch nicht. Sehr gut. Ah, die Frau ist leider verstorben. Schade. Noch keine Wölfe in Sicht. Jetzt kommen die Wölfe. Das heißt hier einmal schnell an die Seite. Dann kann er die Person hier abholen. So, dann. Ich hau die jetzt einfach mal weg, dass ich ein bisschen Zeit da habe. Und. So. Die Wölfe werden wiederkommen. Das hilft leider nicht lange, die zu erschießen. Aber es wird zumindest insofern helfen, dass wir hier gleich erstmal in Ruhe weg können. So. Hat erstmal die Verletzte hier Vorrang. Und dann brauchen wir gleich ein Team aus 3 Leuten. Die einmal, wo sind denn die? Da hinrennen. Das heißt, wir machen wieder Jagd auf Wölfe. Vorher hier retten. So, du kannst erstmal landen. Okay, wir haben noch nicht alle Verletzten. Alle, die irgendwie eingeklemmt oder verschüttet sind. So. Schon unterwegs. Das heißt, wo ist hier unser Feuerwehrmann mit Rettungsschere? Irgendwo. Hier vorne in dem Laster? Nein. Den haben wir. Irgendwo muss noch ein Auto sein. Da ist keiner. Da hinten. Halt, stehen bleiben. So, so. Okay, jetzt sind da so ein paar Verrückte. Na gut, die kommen jetzt erstmal da raus, das ist okay. So, der Feuerwehrmann. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Bin unterwegs. Shit. Schon unterwegs. Heli. Okay, So, jetzt haben wir leider einen verletzten Feuerwehrmann. Und die Wölfe wieder raus? Ja. Okay. So. Das heißt, ihr fliegt los, holt erstmal den Feuerwehrmann hier hinten weg. Und dann mein Heli. Einmal landen. Schon unterwegs. Auf dem Weg. 2, 3. Oh Gott, sind das viele Leute hier. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nochmal Wölfe. Jetzt ist das Problem, jetzt muss ich ihn mit der Rettungsschere
nach da vorne kriegen. Okay, die Wölfe sind gerade durch. Das heißt, er kann jetzt erstmal ins sichere Lager laufen. Oh, ist so nah am Maprand hier. So, einmal Feuerwehrmann abliefern. Es ist echt problematisch, dass ich nur noch einen Feuerwehrmann mit Rettungsschere habe. Und halt noch in mindestens einem Auto einen Verletzten hab. So, ihr bleibt erstmal da. Oh, irgendwer ist gerade gestorben. So, der Feuerwehrmann mit Rettungsschere. Erstmal ins Lager. Ab in Sicherheit. Hier hinten sind keine neuen Wölfe, ne? Nein. Gut. Oh doch, da kommen wieder Wölfe. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich zusehen, dass ich die als erstes hier alle wegkriege. Weil die werden jetzt sonst immer wieder angegriffen. Na komm, nein. Bin unterwegs. Roger. Okay. Geh doch weg, geh doch weg. Schon unterwegs. Ah. Jawohl. Auf dem Weg. Okay, einmal landen. Ich brauche da hinten den Notarzt. Ich habe nicht genug Personal, was ich nach da hinten hinschicken kann. Das ist das Problem gerade. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich zusehen, dass die hier alle lebend ankommen. Einfach hoffen, dass es klappt. Jawohl, auf den Weg. Bin unterwegs. Hoffen, dass hier jetzt gerade keine Wölfe langkommen. Dass die das hier irgendwie lebend schaffen. Doch, das sieht gut aus. Jetzt muss ich regelmäßig da aufpassen, dass da keine Wölfe kommen. Und er musste hier noch irgendein PKW schneiden. Da. Das kriegen wir jetzt hoffentlich irgendwie hin. Jetzt kommt nämlich die nächste Wolfsgruppe. Na komm, Wölfe. Kommt ran hier. Wird aufgeführt. Wird aufgeführt. Wird aufgeführt. Oh, hat er sich da hinten jetzt festgepackt? Komm, schießen wir ihn auch mal tot. So, die sind alle hier angekommen. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, die irgendwie erstmal hier hochzukriegen. Auf dem Weg. In der Hoffnung, dass sie nicht sterben. Genau, schön hier hinten lang. Stellt euch erstmal dahin. Wir gehen das jetzt Etappe für Etappe durch. Er kommt zu dem PKW, das ist gut. Hier hinten wollte ich mir gerne den Notarzt hinholen. Okay, weiter, weiter, weiter. Einfach hier oben hin. Ich hoffe, dass hier jetzt einfach keine Wölfe langlaufen. Bin unterwegs. Warum fliegt denn der Heli so langsam? Los geht's. Okay, bisher keine Wölfe da. Sehr gut.
Heli, ein bisschen schneller, du hast noch andere Sachen zu tun. Okay, die kommen hier schon mal an. Sehr schön. Oh, was macht denn der Heli jetzt? Wölfe, Wölfe, Wölfe. Gehabt. Hier, landen. Du hast noch dringendere Notfälle. Nämlich hier. Einmal retten. Okay, alle Verschütteten und Eingeklemmten sind geborgen. So, heil erstmal den Scharfschützen. Ja. Ist in Arbeit. Sofort. Ja. Ist in Arbeit. So. Dann Patient hier vorne abgeben. Sofort. Es könnte sein, dass sich unter Trümmern oder in irgendwelchen Autos noch Personen befinden. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Nein, alles abgecheckt bisher. Ich muss nur echt auf diese Wölfe hier aufpassen. Und dann hauen wir gleich, wenn das nächste Wolfsrudel kam, hauen wir ab. Das heißt, wir warten jetzt gleich nochmal ab, bis die nächsten Wölfe kommen. Und dann sind wir weg. Dann versuchen wir irgendwie abzuhauen und hoffen, dass wir in der Basis ankommen. Das heißt, du kannst erstmal landen. Jetzt kommen nämlich die nächsten Wölfe. So, ihr Tiere, kommt ran. Ich mag Hunde, aber die Wölfe hier sind mir jetzt zu aggressiv, deswegen... Auf dem Weg. Verstanden. Oh Gott. Das war viel zu spät. Okay, Gott sei Dank hauen die Wölfe ab. Die sind ein bisschen schreckhaft geworden. Oh Gott, den kriege ich nicht. Den kriege ich. So. Du schnappst die letzte Person. Und dann hauen wir alle ab Richtung Basis. Wo ist mein Heli? Da. Einmal landen. Und dann ab hier rein. Ab in den Heli. Dass wenn Wölfe kommen, dass wir nochmal schnell notlanden können. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Weg frei bleibt. Ich höre zwar noch überall Wölfe, aber bisher sehe ich hier zumindest nichts. Und da oben kommen auch noch keine nach. Da kommen Wölfe. Los geht's. Los geht's. Truppe, stopp. Ach, lande doch. Mann. So. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. In Ordnung. Jawohl. Oh, relativ nah schon die Wölfe. Okay. Gott sei Dank. Sie sind wieder schreckhaft. Und komm, jawohl, weg. Gut, Gruppe, Marsch. Ihr seid nicht mehr weit weg vom Ziel. Das klappt. Das funktioniert. Bin okay. Damit wäre auf jeden Fall das Schlimmste hoffentlich jetzt erledigt. Dann nochmal hier, falls neue Wölfe kommen. Aber ich glaube, das sieht jetzt gut aus. Wunderbar, die haben wir erstmal.
Das heißt, jetzt können wir dann Stück für Stück die Stadt nach den restlichen Opfern absuchen. Oh, eine ganze Menge Leute hier gerettet. Sehr schön. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Aber es waren noch nicht alle. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch weiter suchen. Wir haben schon mal alle, die verschüttet oder eingeklemmt waren. Sind denn hier noch irgendwo auf der Straße, Leute? Gucken wir mal hier in die Straßen rein. Also das würde ich jetzt noch als verschüttet zählen, Spiel. Auf den Weg. Schon unterwegs. Das ist definitiv noch verschüttet hier. Schon unterwegs. Gut, befreien wir die mal ganz schnell. Das heißt, der Rettungsheli muss doch nochmal fliegen. Alle verschütteten Personen bergen. Das hier zähle ich als verschüttet Spiel. Ich meine, die ist jetzt eh tot, aber... muss ja nicht sein, oder? Aber ansonsten ist hier erstmal zumindest niemand mehr auf der Straße, außer meinen Einsatzkräften. Bin unterwegs. Das heißt, wir führen hier noch die Rettung durch. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon gemacht. Lassen den Feuerwehrmann erstmal da hinten stehen. Und dann, na komm. Einmal abliefern. Weil sonst ist ja hier keiner mehr auf den Straßen. Ist okay. Na gut, die Frau ist leider tot. Hat mir das Spiel eine Fehlinfo gegeben. Okay, dann müssen wir weitersuchen. Oh, wir können hier noch in Häuser rein. Okay, ist in dem Haus jemand drin? Wahrscheinlich, ne? Oh ja, Vater mit Kind. Los geht's. Schon unterwegs. Das heißt, Wölfe kommen gerade nicht. Doch, Wölfe kommen. Auf den Weg. Wo bist du? Du bist erst da, sehr schön. Lassen wir die Wölfe kurz queren. Auf den Weg. Und dann holen wir die beiden hier mal raus. Ja. Bin unterwegs. Auf den Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Jawohl, Roger. Jawohl, bin unterwegs. Schon unterwegs. Ah, kannst du jetzt das Kind hier nicht mitnehmen? Auf den Weg. Auf den Weg. Roger. Ah, jetzt kann er das Kind nicht mitnehmen. Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Schicken wir die beiden schon mal schnell rüber. So, also müssen wir auch noch in die ganzen Häuser hier reingucken, dass da niemand mehr ist. So, jetzt kommt das Wolfsrudel. Schon unterwegs. Bin unterwegs. So, das wäre geschafft. Bin unterwegs. Auf den Weg. Auf den Weg. Bin unterwegs. Auf den Weg. Okay, können wir noch in irgendwelche Häuser hier rein? Da waren wir drin. Was eine verschneite Stadt hier. Ja gut, das ist ja das Haus, wo die Leute da eben rausgeflüchtet sind. Ah, Mission erledigt. Gut, 83% leider nur durch den leider verletzten Feuerwehrmann. Aber gut, Mission erfolgreich beendet. Das war dann auch schon die vorletzte Mission von Emergency 3. Das heißt,
übermorgen am Sonntag gibt's die letzte Mission von Emergency 3. Danach geht's dann noch ein bisschen weiter mit Freeplay und Mods. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.